kommen Sie dazu, in Kunstszene also aktiv zu sein? Sie sagten, Sie waren bei Telekom, also sehr großer deutscher Konzern, sehr klassisch aufgestellt, und viele andere Stationen, die eher konservativ sind. Und diese Verbindung zur Kunst, wie kommt das? Ja, ich war immer ein umtriebiger Geist, und die Geschichte hat uns nach St. Petersburg geführt im Jahr 2001. Ich musste damals für die Deutsche Telekom hier das Mobilfunknetz in Betrieb nehmen. Und das wurde begleitet von einer Kunstausstellung mit Jörg Immendorf. Okay. Den hatten wir dafür gewinnen können, die Öffentlichkeit hier herzustellen. Und parallel kamen Gerhard Schröder, damals Bundeskanzler, und Putin, damals Präsident der Russischen Republik. Das war alles in einem Rahmen. Und bei dieser Gelegenheit habe ich Herrn Geuer kennengelernt, habe den Kurator der jetzigen Ausstellung hier kennengelernt, Herrn Taifun Bergin. Und damals hat es bei mir irgendwie gefunkt. Das hat mir Spaß gemacht. Ich hatte vorher nicht so viel Kontakt zur Kunstszene, bin aber befreundet mit einer Malerin, die in München lebt und die mich dann auch in ihren Bann gezogen hat, die auch wunderschöne Sachen macht. Und so bin ich Stück für Stück immer tiefer reingegangen. Dann habe ich mit einer privaten Initiative Kataloge für die Kollegin, für die Malerin in München aufgelegt, und wir haben sie bekannt gemacht. Herr Gauer hatte sich auch mit beteiligt, und so hat sich unsere Beziehung entwickelt und meine Beziehung zur Kunst. Und wir haben viele Sponsoring-Maßnahmen dann durchgeführt von der Telekom, wo wir dann auch in der Telekom selbst Bilder aufgehängt haben, angemietete Sachen. Und wir haben uns mit den Künstlern beschäftigt, und meine Frau hat mich dabei unterstützt, weil sie kommt aus einer Familie, die künstlerisch auch geprägt ist. Der Vater war Kinderarzt und Maler. Mhm. Und eine aktuelle Nichte von uns, die lebt auf Teneriffa, ist Malerin. Sie hat in Belgien studiert, in Brüssel, in Madrid studiert und lebt jetzt in Teneriffa und malt und hat einen eigenen Vertrieb praktisch für ihre Kunstwerke und faszinierende Aufgaben, die sie da wahrnimmt. Und sie engagiert sich mit ihrer Malerei, genau wie der Leon, auf eine andere Art zwar, ja, aber genau wie der Leon in Sachen Nachhaltigkeit. Was gibt diesen Kontakt Ihnen dann? Welches Gefühl entsteht dadurch? Also es ist manchmal sehr aufregend, wenn man mit der Ignoranz der Gesellschaft konfrontiert wird und man den Eindruck hat, du kannst jetzt reden, was du willst, die begreifen dich einfach nicht, weil sie nicht wollen. Und das ist schon eine schwierige Herausforderung, muss ich sagen. Aber mit ein bisschen positiven Geist und den guten Argumenten und dem ständigen Lernen, sich weiterzuentwickeln und Neuerungen aufzunehmen, sie umzusetzen versuchen, kommt man da auch ganz gut weiter. Und bin ja auch froh, dass ich jetzt hier mein Netzwerk ergänzen kann. Wir haben uns kennengelernt, was für mich eine wunderbare Sache ist, muss ich sagen, weil wenn ich an unser erstes Gespräch, was wir hatten, zurückdenke und an die tiefgreifenden emotionalen Themen, die wir dann anhand der Kunst miteinander besprochen haben, das war eine Seelenberührung für mich, muss ich wirklich sagen. Das hat mir nicht nur gut getan, sondern das hat mich auch davon überzeugt, zu sagen, du bist da auf dem richtigen Weg. Das kann Spaß machen, hier eine Zusammenarbeit sogar zu entwickeln. Haben Sie Spaß bis jetzt? Ja, viel Spaß, ganz viel Spaß. Die Ausstellung selbst macht hier viel Spaß. Die Gespräche mit Ihnen, Ihrem Mann, machen sehr viel Spaß. Spaß machen mir aber auch die Produkte, die Sie mit anbieten, wenn ich das einfach mal so zwischenschieben darf, weil im Freundeskreis habe ich darüber gesprochen und habe festgestellt, dass da eine große Resonanz ist, das Interesse ist, sich mit ihren Themen auseinanderzusetzen. Und das ist natürlich dann ein Punkt, wo ich sage, da kann man das Persönliche auch mit dem Geschäftlichen verbinden. Und weil wir das authentisch leben und nicht aufgesetzt miteinander besprechen, ist das auch glaubwürdig. Und es ist nicht so eine Vertriebsaktivität, wo man sagt, tust du mir einen Gefallen, tue ich dir einen Gefallen. Nein, das ist dann Überzeugung. Und wenn im Freundeskreis das so wahrgenommen wird, dann ist das schon 50% der Umsetzung, die man damit verbinden kann. Und das finde ich super. Herr Goyer hat gesagt, Kunst kostet Geld. Ich bin persönlich überzeugt, also Geld ist Energie, die Fortschritt der Gesellschaft auch
mit begleitet. Was ist für Sie Business? Was ist für Sie Business-Erfolg? Business-Erfolg ist für mich, wenn man Dinge, die man erträumt, sich selbst konstruiert, sich Ziele setzt, die erreicht. Und ich, wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, ich darf das mal sagen, dann habe ich viele Ziele erreichen können durch eine positive Einstellung zu den Dingen, zum Leben, zu unserer Gesellschaft. Immer ausgestattet auch mit einem gewissen Kampfgeist und manchmal auch mit einer Bissigkeit, dran zu bleiben an den Dingen und nicht früh einfach aufzugeben. Und das ist für mich Erfolg, dass man eine Linie findet, die einen mit allem, was man tut, auch zufriedenstellt. Es gibt natürlich Höhen und Tiefen, man gibt Rückschläge und dann ist man ein bisschen deprimiert und dann ist das aber nur eine kurze Phase, dann muss man wieder nach vorne schauen. Und das ist mir eigentlich in meinem ganzen Leben immer so gut begangen und auch gut passiert, muss ich sagen. Vielen Dank. Wir haben heute sehr viel über Kunst und Rolle der Kunst gesprochen. Was ist aus Ihrer Sicht Rolle der Unternehmertum in der Gesellschaft? Wichtig ist das Thema soziale Kompetenz und gesellschaftliches Engagement. Es gibt viele Unternehmer, die entziehen sich der gesellschaftlichen Verantwortung und es wird rein auf Business gesetzt. Und das ist zu wenig. Das ist viel zu kurz gesprungen. Und mir ist natürlich klar, dass das, was man ausgibt, erwirtschaftet werden muss. Dass man einen harten Kampf dahinter hat, um seine Gewinne zu machen, sein Unternehmen groß zu machen, weiterzuentwickeln. Und trotzdem sage ich, es muss auch ein Teil Verpflichtung damit verbunden sein, an die Gesellschaft etwas zurückzugeben. Und in welchem Maße das geschieht, das kann man nicht pauschal sagen. Das muss man dann auch selbst entwickeln anhand der Möglichkeiten, die sich bieten. Und dabei ist natürlich das Thema Kunst schon ein wichtiger Punkt, weil Kunst kann Brücken bauen und Kunst kann Themen nach vorne bringen, wenn man sie rein abstrakt nur diskutiert, nicht wahrgenommen werden oder sich viele scheuen, darüber zu reden. Wenn ich aber anhand des Beispiels Leon Löwentraut die Nachhaltigkeitsziele diskutiere, dann kann ich etwas visualisieren, dann kann ich etwas damit verbinden. Und deshalb kommt es wirklich darauf an, dass Unternehmen sich in diesem Bereich auch mit engagieren. Und wir machen ja viele Sachen mit Kunstausstellungen und ich stelle fest, dass es überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist, dass sich Unternehmen engagieren. Und deshalb muss man wirklich dankbar sein, dass sie auch so einen Weitblick gefunden haben, sich damit reinzubringen, mit einzubringen und für die Themen zu stehen und helfen, dieses großartige Projekt mit nach vorne zu bringen.